Frühstück? Meine Jacke brauchst du mir zu nehmen. Heute machen wir einen Tag lang Fastfood essen, aber Tag. Na. Viele fragen uns bestimmt direkt, wo ist Momo? Ne? Direkt eine Ansage, Leute. Das ist was Wichtiges, sehr, sehr Wichtiges, bitte zuhören. Und zwar, Leute, hatte Momo eine kleine Operation. Gar nichts Großes, gar nichts Schlimmes, alles gut gelaufen. Aber er ist auf jeden Fall jetzt eine Woche auf jeden Fall nicht in den Videos, weil er halt ausruhen muss und erstmal wieder klarkommen muss. Aber es ist alles gut, Leute, keine Panik. Und ja, das war's auf jeden Fall. Damit ihr wisst, warum Momo nicht jetzt die nächsten Videos dabei ist. Deswegen dachten Albo und ich auch, dass wir ein bisschen andere Videos machen, nicht die ganze Zeit diese Challenge. Mal ein bisschen raus in die frische Luft, ne? Mhm. Könnt ihr alle gerne Momo mal schreiben, gute Besserung. Momo Schokolade, ihr wisst ja. Und ja. Momo Schokolade muss aber sein, Digga. Momo Schokolade muss sein. Gute Besserung, Momo Schokolade, schreibt ihr. Heute ist ein richtiger Üftag, Digga. Man hat das einfach Üftag. Krank, dass du mich auch filmst, Digga. Ach so, krank, ich hab gar nicht geguckt. Ja, krank, dass du auch mich gefilmt hast, Digga. Ich hab lange nicht mehr gevloggt, Digga. Ja, voll lange nicht mehr. Arm fällt gleich ab, am Grün. Metto holen wir auch heute ab noch, den Chapman. Der Pfand war auf jeden Fall um die 15, 16 Euro, glaube ich. Ja. Davon haben wir uns auf jeden Fall schon mal Fastfood Getränke geholt auf jeden Fall. Ich möchte aber was sagen, Digga. Erzähl, Bruder. Der Pfandautomat hat alles angenommen, Digga, außer Uluda-Flasche, obwohl da ein Pfandzeichen drauf war, Digga. Das Famila, wenn ihr ein Rassismusproblem habt, sagt Bescheid, das klären wir, Digga. Das ist echt, das ist racist. Das, Bruder, ich hab gesehen, mit meinen eigenen Augen, Digga. Ich hab oft versucht, Digga. Alle Flaschen angenommen, außer die türkische Flasche Uluda, Digga. Geistkrank. Und da ist dieses Pfandzeichen drauf, Digga. Kann mir keiner erzählen, Digga. Cool. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn wir was bestellen. So richtig geiles bestellen. Ich hab auch voll Hunger, Digga. Tanz mal. Ja, komm mal hier, kannst du tanzen. So, Leute, jetzt sind wir hier in Garden gerade. Garden ist ja hier immer Brennpunkt hier und da. Aber wir finden gar nicht, ja. Ich bin hier groß geworden im Garden. Hier kannst du lecker essen gehen. Hier kannst du einfach alles machen, Digga. Weißt du, was ich meine? Im Garten hast du nur ein Problem, wenn du ein Problem suchst, Digga. Genau. Und der eine begrüßt den anderen jetzt. Über Straße. Gleich Beulerei erstmal hier. Wegen einem Bier. Yes. Eins wollte ich noch sagen. Ivy ist echt ein guter Arschlecker. Money is da. Money is da, jetzt kann los gehen. Hallo? Geh mal mit indischen Akzent. Nein. Warum? Kamera, Junge, die sehen mich doch dann gleich mal. Bist du nicht Inder? Ja, aber bist du behindert? Dann sagst du, oh, danke schön. Mach du das, wenn du Führerschein hast, okay? Ich mach jetzt. Nein. Wer ist dafür, dass Raja auf mit indischen Akzent bestellen sollte? Alle eins in Chat. Willkommen bei McDonald's, hier Bestellung. Wir hätten gerne zwei McChicken Classic. Ja. Einen doppelten Cheeseburger, ne? Mhm. Einen doppelten Cheeseburger. Ja. Sechser Nuggets. Mit welcher Soße? Süß-sauer, bitte. Mhm. Ne. Mittlere Pommes noch. Warum fickt ihr Kopf? Mein Golf hat Gucci-Sandalen. Ich trag sie nur aus Trotz. Ruhig jetzt mal. Moin. Alles gut? Ja, auch. Oh, danke. Wir waren auch zusammen Bolzen mit Emmo einmal, weißt du noch? Ja, normal. Schönkirchen, ne? Oder wo? Schönkirchen? Ja. Ja, ne? Ja, normal. Schönen Tag noch, ne? Ciao, ciao. Beste, aber wenn Mac ist, haben wir unsere. Chelsea Family ist auch bei Mac am Start, Digga. Ich küsse euch, Digga. Aber nächstes Mal, Bruder, muss ein bisschen was lernen, Digga. Ich bin was siehst du. Ich bin nicht groß geworden mit den beiden Jungs da hinten, ja? Aber die erkennen mich gerade nicht. Ich würde gerne gerade Hallo sagen, Digga. Ich sieht die weg. Kennt ihr, wenn ihr von McDonalds-Fans immer jemanden sieht an der Schlange und man kennt ihn? Kennst du? Momo haben wir da noch. Einmal noch Momo gesehen. Ich so, Momo. Er hat mich gar nicht gesehen, dieser Chapman, Digga. Er war nur auf Essen fokussiert, Digga. Der arbeitet da. Mit dem habe ich zusammen Fußball gespielt, Digga. Ja. Ich bin ehrlich, Bruder. Nein, du warst mit ihm zusammen, Bruder. Beziehung. Auch ein Ding, ja. Hä? Da war auch kein Scheiß immer, Mann. Dankeschön. Danke. Beste. Guck mal, trinken haben wir ja schon, trinken brauchen wir ja nicht. Nicht, Digga. Ich würde sagen, ich parke jetzt einfach irgendwo, Digga, und dann schmeißen wir uns die ganzen Sachen mal einfach rein in den Maul. Einfach rein, ne? Einfach reinschmeißen, Digga. Nicht reinschmeißen, das ist ein Reinschmeißen, Digga. Oh, meine lieben Freunde. Wie geht's euch so? Mhm. Wie findet ihr den GL Samba so? Bestimmt kriegen die jetzt Hunger, weil wir essen. Ja, ne? Mhm. Schon scheiße, ne? Auf jeden Fall wird im Januar Turn F Kenner kommen, Leute. Das haben wir ja gesagt. Wann im Januar sagen wir noch nicht, aber im Januar hundertprozentig. Okay, Leute, gleich holen wir auf den Mettern ab. Dann fahren wir nach Hause. Dann machen wir noch was mit unseren Augen. Weil wir immer wieder Augenringe und wir zeigen euch mal, was wir immer machen eigentlich, wenn wir Augenringe haben. Damit das in den Videos nicht so krass ist, die Augenringe. Hast du alles weggehauen? Ja, Mann. Double Cheeseburger weg. McChicken weg. Burger weggehauen, Digga.
Maschallah, mach nochmal. Maschallah, maschallah, oder? Erstes Fastfood-Ding ist durch. Und ich hab schon jetzt gar keinen Hunger mehr auf Fastfood. Am Ende wird, glaube ich, eklig, Bruder. Das Ding, ja, ich dir ehrlich sagen, ich bin ein Liebhaber von Salat, Reis, Fleisch, so Brot, sowas ist mein Ding, Digga. Genau sowas, Digga. Ja. Weißt du, dieses Fastfood ist gar nicht so mein Ding eigentlich. Klar, ab und zu kann man reinpfeffern, aber sonst esse ich immer gern Lammfleisch mit Reis. Weißt du, mit solchen Sachen. Leute, das würde ich euch auch empfehlen, isst lieber sowas, anstatt diese Mac-Sachen und so. Ich bin das ehrlich, ist echt, so, wenn es schnell gehen muss, Digga. Und ihr könnt ja vielleicht auch immer in die Kommentare schreiben, was wir noch einen Tag lang machen sollen. Genau. Ob ihr irgendwelche Ideen habt. Wir haben die Idee gehabt, zum Beispiel einen Tag lang vegan. Vegan wäre auch eine Möglichkeit. Was ganz Neues für uns. Wenn ihr Bock habt, schreibt bitte in die Kommentare und lasst es uns wissen. Oder ihr habt eine andere Idee. Mach mal ein Foto von uns, ja? Da warst du jetzt mal Fotos von uns hier. So, jetzt gibt's ein bisschen Instagram-Model-Shit. Ja, Bruder, hau rein, dann, ne? Dankeschön. Kein Problem, Bruder, wir sehen uns. Guck mal, wie einmal gepostet, Digga. Guck mal, wie einmal gepostet, Digga. Adam. Ist noch ein paar Reste von Mac ist? Yes. Oh, nee, nicht wirklich. Ich hab gerade gegessen. Heute sicher? Fast Junge, ein Tag lang Fastfood, Mann! Ich will es paar, Leute. Pack mal dahin. Chip, Bruder. Junge, oh, sag zuerst ein Chip, Digga. Da ist doch nichts drin, Mann. Baller, da ist drin! Was da drin? Da ist ein Müll drin. Extra gesagt, ja, wir lassen für dich übrig noch ein bisschen was. Bruder, echt Dankeschön, wenn ihr so gedacht habt, echt nett von euch. Ich sag, da ist Müll drin, Digga. Stell dir mal vor. Ich bin auf jeden Fall Eibeck. Alfonso. Ich bin auf jeden Fall Eibeck. Ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus Kiel ursprünglich. Okay. Aber meine Wurzeln liegen in der Türkei. Liegen die immer noch da? Die liegen immer noch da, ja. Also immer noch angewurzelt, hab ich auf, ne, den Tisch vergessen, ja. Achso. Auf jeden Fall wird Meta und Aibo gleich die Kamera mitnehmen, mit zum Training. Ich werde nicht dabei sein, weil ich raus bin aus Fußballspielen. Und ihr wisst ja, bei mir läuft zu gut Fußball, deswegen habe ich mich entschieden, Basketballer zu werden. Ich nehme euch nächstes Mal zum Basketballtraining mit, okay? Der Geist ist krank, wenn du Basketballtraining hast. Normal, Digga, ich hab, du weißt nur nicht. Wir sind jetzt schon Tag 17 oder Tag 18, liebe Friends. Wir drehen fast jeden Tag. Und ihr merkt auf jeden Fall, die Augenringe sind da. Gestern war das noch viel schlimmer, Leute. Ich bin ehrlich zu euch. Im letzten Video war das sehr, sehr schlimm. Aber was soll man machen? Ohne Fleiß kein Preis. Ne, Atto? Zu Hause trägt man keine Mütze. Zu Hause trägt man keine Mütze? Nee. Ist eine Beleidigung gegen mich jetzt, ne? Weil ich trage immer zu Hause Mütze. Echt? Ja. Ja, das sollte ich, wollte ich nicht angreifen. Aber okay. Auf keinen Fall. Also du willst jetzt keinen Kampf haben, 1 gegen 1? Digga, ungern. Ungern? Weißt du, wir kennen uns schon so lange. Wird nicht lohnen. Okay. Kannst die Kamera wieder wegmachen. Was kann ich? Kannst die Kamera wieder wegnehmen. Nee, ich finde sie so eigentlich ganz gut, die Kamera. Sonst alles gut? Alles gut bei mir, bei dir? Ja. Ja. Aufpassen, dass nicht ins Auge geht, das wäre nicht so gut, ne? Muss man das einmassieren oder so? Aber ja, das habe ich ja auch gemacht. Hast du einmassiert? Bisschen. Er hat das nur aufgetopft. Ich hab das sieht aber richtig aus. Was mein massieren, Leute, meint ihr, ich massiere es ein, Digga? Achso, damit das überwindet, oder nicht? Also, findet ihr nicht, dass Metto aussieht wie das neue Signing von Capital Bra? Kennt ihr den neuen? Nein, nein, dieser Ali 471, Bruder. Ich muss echt mal sagen, das meint jemand in den Kommentaren, Bruder, ne? Nein, das finde ich aber echt geisteskrank. Das meint aber auch jemand in den Kommentaren. Dieses eine Video, gell, geht dein Handort, Standort, Hamburg. Kennst du das Lied, ne? Ja. Ich noch nie so bewegt. Guck mal, das ist. Ich hab noch nie so bewegt. Wallas ist so Metto. Guck mal hier, Bruder. Wo? Bruder, bist du behindert? Guck mal so. Und guck mal jetzt so. Bruder, Adam, dir fehlt nur Sonnenbrille, ich bin ehrlich, Junge. Bring Sonnenbrille her. Hast du was gehört, ne? Warte doch. Irgendwie nicht, Digga. Irgendwie nicht, ne? Uff, Digga. Herbert, ist echt, bist du weg, oder? Ja. Warum ist bei mir nicht weg, Mann? Was weg, Digga? Guck mal, wie glatt das jetzt hier alles ist. Okay, wir haben es versucht heute. Jalla. So, Leute, jetzt haben wir einen kleinen Kamerawechsel. Die Kamera geht jetzt mit gleich zum Training mit Eibeck und Medan. Aber davor futtern wir schnell, ganz schnell. Döner, Kebab, ne? Einen schönen Döner, Kebab, schönen Döner, Kebab. Da haben wir auch Atto. Gucci Gang Gang. Ja, genau. Eigentlich wollten wir im Laden essen, ne?
Im Laden war aber ein Tisch nur noch frei. Wir waren am Kühlschrank Getränke rausholen. Ich sag zu Mette, Bruder, nimm schnell den Tisch, sonst ist er gleich weg, Digga. Also warte, Bruder, ich will mein Getränk aussuchen. Ich so, Bruder, geh schnell. Auf einmal, zwei Mädchen setzen sich genau dahin. Bam, Tisch weg, Digga. Jetzt können wir draußen. Das ist respektlos gegenüber den. Wie sollen die da essen, weißt ja, du? Ja, ja. Der ist wieder draußen. So, Werte Nuggets. Hier. Yeah. So, Nuggets einmal bitte. So, wir beide haben auf jeden Fall eine Dönerbox. Yo. Das ist unser zweites Gericht für heute nach den Burgern. Yo, Fastfood ist in it, man. Ich und Mette haben in 15 Minuten Training. In 10 Minuten sogar. Davor nochmal eine Box reinballern. Beste. Also habe ich mir noch was Kleines geholt. Winter. Welcher Mensch geht ohne Jacke überhaupt raus? Wir wollten ins Auto steigen. Vom egal. Auto, Dönerladen, egal, vom Dönerladen, das ist egal. Kann immer mal was passieren. Siehst du doch. Siehst du doch. Wallah wegen dir. Ich tu uns trinken, weißt du, ich versorg uns, Digga. Mach du den Platz, Digga. Ja, echt nicht gesagt, dass sie sich da hinsetzen. Das. Du hast das nächste Mal gesagt, wenn ich das nächste Mal sage, klär Platz, spring hin, Bruder. Ich war zuerst, Digga. Also, heb das auf, heb das aber an Krankstelle auf, Kollege. Also auf jeden Fall unser Trainer, Setter Dabel. United! Ja! Was geht so ungefähr? Bruder, Halle ist übertrieben, Digga, ja? Man schwitzt direkt aus jeder Lücke. Meinst du? Bruder, geistkrank. Haben Sie Zeit für ein Interview? Wie fühlen Sie sich? Geistkrank. Entschuldigung. Erzähl mal über die Niederlage. War scheiße, ja. War scheiße, ne? Ja, 5-1, ne? Fanden Sie das Spiel? Heftig, Digga. Oh, komm nicht nach hier ins Spiel zu mir, Digga. Armena! Ich muss jetzt ein bisschen mit Händelicht nachhelfen. Wir hatten gerade Training. Training ist vorbei. Vorm Training, als wir da mit Raja gegessen haben und losgegangen sind, wurden wir noch fresh von der Polizei kontrolliert. Metahan ist halt so ein kleiner Übeltäter, die suchen ihn hier. Haben die uns einmal komplett durchgecheckt, Digga. Aber nichts los, Digga. Ihr habt nichts gefunden, Digga. Ja, haben nicht gefunden, meine Pakete. Ey, die haben nur bei Aibo Taschenkarte. Ja, meine ganze Tasche durchsucht, Digga, als ob ich so ein Junkie aber, bin. Aber nur weil Aibo keinen Ausweis dabei hatte. Ja. Und auf jeden Fall, Training ist vorbei. War chillig. Wir sind alle im Arsch. Metahan ist im Arsch. Bist du im Arsch? Alles kaputt. Batuan, bist du im Arsch? Metahan holt jetzt kurz seinen Schlüssel. Dann steigen wir in dein Auto. Dann holen wir Raja ab und dann gibt es das letzte Fastfood-Gericht für heute. Ihr seht jetzt den Fahrstuhl. Von Metahan. Hier chillt er einmal drin mit Batuan. Wir kuscheln die mal ein bisschen. Erzähl mal was, Batuan. Wie war Training? War gut. Jetzt wird noch kurz hier Auto repariert. Das Ding ist. Ja, guck mal hier. Was das ist? VW. Volkswagen. Du bist Bescheid. Bisschen, ne? Ja, Bruder. Ciao. Ja. Hörst du zu, Eibo, oder gehst du? Ja, ich hör zu, Bruder. Ich dachte, das hätte ich. Vor jeder Fahrt muss man immer was nachfüllen, weil er verliert immer Kühlwasser, weißt du? Ja. Ist so, kaputt? Ja, oder okay. Ist noch nicht heil. Ja. Deswegen musst du... Ja, ist okay, okay, Digga. Wieder red Chess. Ja. Ab nach Türkei, oder was? Ab nach Türkei, Digga. Olle, einfach ein Fahrrad. Baba, wenn irgendwo zu klein ist, die Straße, weiterfahren mit Fahrrad einfach, ne, Mette? Ich bin ehrlich, ich hab ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, Digga. Walla! Bruder hat mich gar nicht angeschockt, so zu essen, Digga. Sonst essen wir echt ein bisschen cleaner, bin ich ehrlich. Das wird nicht so weitergehen. Alter, keiner hier, Digga. Ich glaub, das schmeckt hier nicht so gut, Digga. Ist doch mal anders hin, Digga. Ich gar keiner. Was mit Metzger-Maske bringen? Alles klar, Digga. Digga, Werder Bremen hat heute gegen Mainz 5-0 verloren. Komm mal drauf klar. Wusstest du eigentlich, dass du bei Tipico arbeitest? Nee, Fußball interessiert einfach. Also, ich verfolge das, verfolg das alles. Ich nehme mal mich, Digga. Was soll ich für euch mitnehmen? So, Leute, jetzt haben wir die perfekte Portion hier nochmal am Ende des Tages. Fast Food on point, Alter. Yo. Mir gehört auf jeden Fall dort Brownie. Die Musik passt auf jeden Fall wie eine Eins. Warum sitzt hier der Angewurzelte, hat den Stock im Arsch oder was? Ja, der fließt voll immer auf jeden Fall.
Aibo lernt gerade lesen und schreiben, deswegen ist es ein bisschen schwer gerade bei ihm. Metto, Digga, du kommst gerade nicht rein, du? Metto. Unser Fazit auf jeden Fall. Aibo, fang an, Digga. Fang an. Bruder, ich sag ehrlich, ja. Fast Food ist natürlich lecker, braucht ja. man nicht zu sagen. Ja. Aber den ganzen Tag nur Fast Food geht nicht. Schock, wir haben jetzt auch nicht. Gut, wir haben auch nicht jetzt, wir haben auch nicht so viel gegessen. Ja, wir haben echt nicht viel gegessen. Wir wollten eigentlich mehr essen, aber haben wir nicht geschafft. Aber es hat schon gereicht, um zu sagen, wenn man es Mac ist. Döner und Burger King, Digga. Deswegen, Leute, ernährt euch auf jeden Fall immer gesund. Metzern. Ich hab doch gesagt. Jetzt dein. Nein, danke. Richtig, jetzt dein Fazit. Stell dir aber vorher noch was vor. Warum soll ich mich vorstellen? Okay, hier, mach hin. Ne? Oder ich war dreimal Fastfood essen. Ja. Ich war nur zweimal dabei. Okay. Einmal habe ich Nugget bestellt. Okay. Und einmal das hier jetzt, Burger King. Okay. Ja, bei mir ging das noch. Also alles gut, sagst du. Das war auf jeden Fall so ein Vlog-mäßig und ein Tag lang Fastfood essen, auf jeden Fall. So beides in ein. Das nächste Mal machen wir, wenn ihr Bock drauf habt, einen Tag lang Veganer. Oder nicht? Oder die haben eine bessere Idee. Oder ihr habt eine bessere Idee. Ihr wisst, Leute, jeden Tag um 20 Uhr kommt ein neues Video, 20 Uhr kommt ein neues Video, 20 Uhr kommt ein neues Video. Was 20 Uhr. Ich hab gerade ja. CD-Player reingehackt, weißt du? Das ist schon das 18. Video, Digga, das wenn es kommt, Digga. Heftig. Das ist krank. Ja, ist ja nicht mehr viel. Ja, ihr wisst Tage. Ja, von 1. bis zum 24. Dezember kommen Videos. Und ihr wisst, Momo ist noch im Krankenhaus. Und schöne Grüße an Momo, wenn du das siehst, Bruder, jetzt. Gute Besserung. Gute Besserung. Und ich bin auf jeden Fall weg. Jetzt überlasse ich den beiden auf jeden Fall mal kurz das. Okay. Ende. Ich fahr los. Also Leute. Ey, deine Tür ist nicht zu. Was? Noch einmal gehst du. Digga, fahr mit dem Fahrrad nach Hause. Komm, Digga, ich bin. Ich wollte doch noch was sagen. Gar nichts sagen, Digga. Tschüss.